Das müsste der Ray sein. You must be Azuka's new errand boy. Well, this city is one big open sewer. He's under armed protection in Wichita property down in Newport. Some apartment behind a car park. Make sure he never talks to nobody. Ein paar Sekunden später. Wie zielt man nochmal? Scheiße. Wie ziel ich denn mit der Scheißgranate? Hoppala. Ich kann halt so nicht zielen. Ich soll halt gedrückt halten, stand eigentlich mal. Ich soll schon da oben ins Fenster werfen. Was soll ich machen? Ich krieg sie nicht rein. Machen das jetzt anders und gucken nach einem Rocket Launcher. Aber ich glaube, der hat keinen. You want a license too? Es gibt hier keinen. Es gibt keinen Dings. Scheiße. Ich kann halt nicht zielen. Oh mein Gott. Got it. Was ist doch reingeflogen? Das Auto stellen? Jetzt habe ich mich wieder selber abgeballert. Stell dir mal vor, du bist so ein Killer. Willst einfach jemanden töten. Und er sitzt vielleicht sogar in seinem Wohnzimmer gerade und denkst dir so, was passiert hier eigentlich? Und dann schmeißt er da 20 Granaten daneben. Ja? Oh. Nein. Jetzt habe ich alle Weapons verloren. Ich hasse mein ganzes Leben. Kostet ja nichts hier, ne? Also, wir müssen ja jetzt... Ah, ne, das sind andere Mission jetzt, ne? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt... Achso, wir waren ja bei Ray. Wir machen ja gar nicht die Ray-Mission gerade. Ja, lass mich doch mal eben so nur den Typen töten. Zack, und dann war es das doch schon wieder. Das war auch eine flotte Mission, Digga. Alter, hier liegt richtig Money auf dem Boden. Ja, dann scheißen wir mal auf die Mission von Ray und gehen mal zu Hideo Kojima oder wie der heißt hier. Das fand ich auch so geil in GTA San Andreas, ne? Mit dem Casino und ach, ich fand GTA San Andreas generell einfach geil. Warte mal, wo soll ich hin? Klar, ein Polizei. Ich kenn's woanders her, mehr sag ich nicht. Kannst ruhig sagen. Da war ein Buskalle, klau den Bus und fahr ein bisschen Bus. Das ist so lustig, wenn du Bus fährst. So, wir brauchen Police Car. Aha. Das wäre mal geil, ne? Schön Sirene anwerfen. So, Seide. Ey! Der hat mich voll weggerammt. Sag mal, spinnt ihr oder? Wow. Oh, scheiße. Oh, scheiße. LOL! Jetzt habt ihr da einfach ins Wasserfeld, Digga. Das Auto sieht aus wie neu. Da vorne ist der Eingang. Weil, ah, let me in. Das Auto ist einfach komplett im Arsch. Ich hab nicht mal eine Uniform an. Scheiß drauf, Digga. Ich werde irgendjemand verprügelt, glaube ich. Wer wird denn hier verprügelt? Oh mein Gott. Warte mal, habe ich was vergessen? Bring den Yakuza Kambo zum Dojo, aber häng vorher die Cops ab. So, wie werde ich jetzt die Polizei los? Wir müssen mal schnell das Auto wechseln. Und dann fahren wir zu Spray and Pay, Pay and Spray, Digi. Nein! Ich hasse mein Leben. Das kann doch nicht wahr sein. Wie unglücklich muss ein Leben... Das ist einfach... Das ist mein Leben. Wenn ihr euch mal fragt, wie läuft das Leben von Kalle ab? Das ist alles, was in meinem Leben passiert. Das ist ja der Hammer. Er wird direkt dahinter quasi angegriffen. So, und jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir an der Brücke nicht runterfallen. Ich glaube, wir fahren hier mit der Leitplanke lang, da kann uns eigentlich nichts passieren. So. Das ist ja auch der nervigste Pay and Spray, weil man immer so hochheizen muss. Irgendwann später. So. GTA. Die Mission heißt einfach nur GTA. Die Autos müssen in Top-Zustand sein, damit die Garage sie annimmt. Also jetzt müssen die Autos klauen und die dürfen keinen Schaden bekommen. Okay, alle wurde abgeliefert. Ich bin jetzt hier an der letzten Kante.
bin ich da wohl gegengefahren. Ich bin quasi in die Garage rein und es hat wehgetan. Lauf, 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 lauf. Oh, den hatten wir noch gar nicht. Das müsste ein Cheetah sein. War bei GTA Vice City immer mein Lieblingsauto. Schön in Blau oder in Rot. Habe ich übelst gefeiert. Ja. Geile. Got it. Das Auto wurde abgeliefert. So. When trouble loops, Jamaica Deal. Klau ein Jahr die Wagen. Fahr nach Norden in Newport, findest du einen. Der vielleicht? Der müsste es sein. Ja. Nee, auch nicht. Klau einen Yadi-Wagen. Was haben denn die Yadis für Autos? Das ist auch nicht der Newport, aber wo ist Newport? Diese Busse, diese Busse, diese Busse, diese Busse, diese Busse, diese Busse. Auch nicht. Bilder. Es ist dieses rote Auto mit dem weißen Dach. Die wollen mich komplett verarschen. Aber das ist er nicht. Es ist so weird. Das ist es halt auch nicht. Es ist so weird. Alter, diese Geräusche. Wir sind Hardstar GTA 3. Ich bin einfach nur genervt gerade. Das ist hier nicht... Das ist doch unfassbar. So, GTA 3, Newport. Okay. Also laut Guide sollen hier diese Autos sein. Da. Das ist ja wohl ein Witz. Die sehen einfach genauso aus. Alter. Okay, let's go. Okay, let's go. Treffen am Krankenhausparkplatz in Rockford. Alter, das hat jetzt so 100 Jahre gedauert, Mann. So. So, jetzt haben wir alle getötet. Bring the Acton Tash to the Casino. The businesses, fortunate enough to have our protection, settle their accounts today. Go and collect the money immediately, so we can enter it into the casino accounts. Wieso redet der so? Als ob hier so Geld auf der Straße liegt. Moin. Imagine, da liegt so vor ihm so eine Tasche. Ich steige einfach aus und fahre weg. Realitätsnah. So. Number one employee is Bob. Hey, was soll das jetzt, Bob? Die können wir aber alle von hier hinten mit dem Links machen, oder? Wir haben doch hier noch. Das ist eine schwere Mission für alle, die sich fragen. Das ist eine ganz schwere. Die Abrechnung. How fitting you should choose this moment to sell your worthless thing. Sobald sie das Bank verhökert haben, verschwinden sie wieder. Dealer erledigt. Wie viele soll ich erledigen? So, Digga. So. Schon die Dealer wegballern. So, Dealer erledigt. Du musst mindestens 8 Jahre die Dealer außer Gefecht setzen. Die habe ich verhütet. Aber jetzt muss ich diese Mission mit dem Scheiß machen. Wie mache ich das mit der Scheißgranate? Tatsächlich sind wir Hardstuck bei dieser Mission hier. Ich soll jetzt in dieses Fenster da oben eine Granate schmeißen. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Es geht einfach nicht. Nee, war keine gute Idee. Ich kann halt auch nicht zielen. Ich kann halt auch nicht länger gedrückt halten, tatsächlich. Ich kann nicht länger gedrückt halten. Es steht sogar in der Beschreibung, ich soll lange gedrückt halten. Jetzt habe ich mich selber umgehauen. Ach. Es ist anstrengend. Ich habe echt andere Sorgen, Mann. Ich kann nicht... Oh mein Gott! Ich konnte nicht wegfahren, weil sein Model das Auto blockiert hat. Okay, wir versuchen es erstmal mit dem Auto. Das ist so wack. Das hat wieder nicht geklappt. Jetzt bin ich tot. Es ist halt immer das gleiche. Und jetzt war es sogar zu hoch. Es ist so wack. Ich google dir jetzt diese Scheißmission. Ich habe die Faxen so dicke. Aber er nimmt sich halt wirklich so einen Trashmaster. Das ist doch so wack. Was macht er jetzt? Er macht genau die gleiche Scheiße, die ich die ganze Zeit gemacht habe. Ach so, er hat das Ding da vorgestellt, aber wenn er rausrennt. Oh lol. Man muss den genauen Winkel treffen. Er steht bei diesen Fenstern. Das Spiel ist scheiße, Mann. Ich will doch einfach nur, dass es funktioniert. Lol, lol, lol. Ich habe einfach irgendeinen Knopf gedrückt. Und dann funktioniert das. Wehe, der haut jetzt ein. Alter, wenn der mir jetzt entwischt.
Wer denkt sich denn so eine Scheißmission aus? Wer denkt sich denn so eine Müllmission aus? Wer denkt sich sowas aus? Die Person arbeitet hoffentlich schon seit 30 Jahren nicht mehr bei dem Laden. Warum? Warum? Was passiert hier, meine Fresse? Was passiert hier? Digga, warum schießen die überhaupt den ganzen Tag auf mich? Ich habe ein paar Sachen geklaut und ein paar Leute getötet, aber mein Gott. Ich wollte doch einfach nur eine Granate in ein Fenster schmeißen. Warum tiltet mich denn diese Drecksmission so? Der Bus brennt. Es ist insane. Es ist insane. Ich kann keinen Müllwagen klauen, um diese Drecksmission zu spielen. Was zum F***? Das kann doch nicht sein. Ich habe gar nichts gemacht. Hier, gleiches Spiel wieder. Die fangen an zu ballern. Ich klaue den scheiß Müllwagen. Der braucht zu lange, um auszusteigen. Ich fahr los. Alle schießen auf mich. Ich werde dafür blockiert. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Hier. Bam, 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 bam. 40 HP. Alles brennt. Bus brennt. Ich sterbe. Ich mache mir Bier auf. Was ist das für eine Scheiße? Das kann doch nicht wahr sein. So, also, die Mission. Wieso wirft er ihn vor sich? Was ist mit ihm? Jetzt wirft er hoch. Ist wieder beim Bus gelandet. Da bin ich getroffen. Ja, Bus ist weg. Er hat aber lange überlebt. Okay, er ist einfach weg. Klar, tschüss Bus. Mach's gut. Hau rein. Bis bald. Wir holen uns ein neues Auto. Kein Problem. Digga, das ist doch gerade... Junge, das war Zufall! Es war Zufall, weil man nicht zielen kann in diesem Drecksgame. Ich will doch einfach nur Unreal Tournament spielen. Also die standen halt irgendwie hier, an dieser Kante. Warum ist denn das Model direkt weg? Ich verstehe gar nichts an dieser Mission. Die macht auch keinen Spaß. Da macht nichts dran Spaß hier. Das hat nichts mit Spaß zu tun. Schau runter. Gute Idee. Danke für den Tipp. Nexon, du bist mein Mann. Das war der beste Tipp, den ich heute gelesen habe. Dankeschön. Schau runter. Ja, hier. Ja, wenn ich runterschaue, passiert das hier. Mich nehme ich gleich tot. Danke. Man kann auch nicht diese Granaten einfach... Man kann auch nicht einfach zu ihm gehen und sagen, ich will Granaten. Nee, man muss hier reingehen, man dreht sich um und kauft automatisch eine Drecksuzzi. Es ist einfach so ein geiles Game, Digga. So die Schnauze voll von dieser Müllmission. Jetzt brennt mein Bus wieder. Das ist jetzt so lange, bis ich tot bin. Geht auch nicht. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Jeder hat so den besten Tipp, der aber nicht funktioniert. Selbst wenn ich es schaffe, muss ich schnell genug ein Auto haben, damit ich dem hinterherfahren kann. Hier, gedrückt gehalten. Jetzt liegt die vor mir. Ich habe gedrückt gehalten. Sie liegt vor mir. Sie liegt einfach vor mir auf dem Boden. Kalle, du musst gedrückt halten. Nein, muss ich nicht. Stop writing this shit in my shit, Alter. Ich habe zu hoch geworfen. Ich habe legit zu hoch geworfen. Dieses Drecksgame, Alter. Das dreckige Drecksgame. Ich hab getroffen! Es passiert nicht! Willst du mich verarschen? Alter, Max, du wirst jetzt so gebannt. Willst du mich komplett trollen? Geht mir nicht auf den Sack mit irgendwie OMG, du musst auf dem Boden stehen. Ich habe jede Variante probiert, die es in diesem Spiel gibt. Ich habe alles probiert. Geht mir nicht auf den Sack. Ich sitze hier seit einer Stunde an dieser Müllscheiße. OMG, du musst auf dem Boden stehen, Alter. Es ist random. Es ist vollkommen random. Dieses Spiel ist einfach nur ein Müllhaufen. Mein Auto brennt. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum GTA 3 Speedrun. Wir sind in der ersten Mission bei Ray. Inzwischen. Dann müsst ihr euer Rechteck, also euren rechten Winkel, euer Geodreieck rausholen. Und ihr müsst warten, bis es genau 5.25 Uhr ist. Das ist sehr wichtig. Vorher dürft ihr die Granate nicht werfen, sonst klappt leider der Exploit nicht. Und dann werfe ich. Oh Mist. Aber kein Problem, ihr habt Zeit bis 6.30 Uhr. Ihr müsst gedrückt halten. Kalle hat das damals in seinem YouTube... Ah, guck, genau. Jetzt hat's geklappt. Oh, und jetzt kommt das Auto nicht weg. Das ist ja schade. Ja, ja, cool. Ja, und dann habt ihr die Mission geschafft. Eigentlich, ja, genau. Das war mein Tutorial. Schaut gerne auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.